Können auch Rentner die Krankenversicherung wechseln bei Beitragserhöhung? Darum geht es in diesem Video. Herzlich willkommen, mein Name ist Jutta Martin. Ja, viele Rentner denken überhaupt nicht darüber nach, dass sie überhaupt die Möglichkeit haben, selber auch die Krankenversicherung zu wechseln und denken, sie sind bis zum Rest ihres Lebens mit ihrer Krankenkasse verheiratet. Dem ist nicht so. Mehr erfahren Sie in diesem Video. Bleiben Sie dran, seien Sie gespannt. Wir sehen uns gleich. Wussten Sie, Rentner, die gesetzlich krankenversichert sind, können wie alle anderen gesetzlich Krankenversicherten ihre Krankenversicherung frei auswählen. Also bei Beitragserhöhung haben auch Rentner ein Sonderkündigungsrecht. Ein Wechsel der Krankenversicherung geht natürlich auch für Rentner problemlos und ohne Gesundheitsprüfung. Allerdings sollte man auch die Leistungen der Krankenkassen vergleichen. Es gibt nämlich gesetzliche Pflichtleistungen und unterschiedliche Zusatzleistungen und Bonusprogramme. Gerade angesichts der teils deutlich gestiegenen Beiträge sollten Sie aber unbedingt prüfen, ob neben dem Beitrag auch das Leistungsspektrum Ihrer Krankenkasse passend ist. Und umfassende freiwillige Mehrleistungen der Kasse sind oft deutlich mehr wert als kleine Differenzen beim Zusatzbeitrag. Ja, es ist unglaublich. Stand 1.1.2021, es gibt 103 gesetzliche Krankenkassen in Deutschland. Alle Krankenkassen erheben einen Zusatzbeitrag. Zwei Krankenkassen haben ihren Zusatzbeitrag gesenkt. 40 Krankenkassen haben ihren Zusatzbeitrag erhöht und 60 Krankenkassen haben ihren Zusatzbeitrag nicht geändert. Eine weitere Krankenkasse kann aufgrund einer Besonderheit nicht berücksichtigt werden. Die Erhöhungen liegen zwischen 0,1 und 0,8%. Die fünf günstigsten Krankenkassen im Moment, also aktueller Stand, Januar 2021, sind die BKK Würth, also die ist nur betriebsbezogen, dann die BKK Euregio in Hamburg und Nordrhein-Westfalen. Also die Zahlen muss ich jetzt nicht vorlesen, die können Sie sich selber anschauen oder auch das Video anhalten, um mehr zu sehen. Dann haben wir die HKK Krankenkasse für alle Bundesländer. Und HKK, mal nebenbei bemerkt, ist die Handelskrankenkasse in Bremen. Die wurde 1904 bereits gegründet. Dann haben wir die BKK Pfaff in Rheinland-Pfalz. Und Pfaff, ja, Pfaff-Nähmaschinen kennen vielleicht viele. Diese Pfaff-Krankenkasse wurde 1884 von Georg Michael Pfaff gegründet. Und dann haben wir noch die BKK Firmus für alle Bundesländer. Und diese BKK Firmus ist quasi ein Zusammenschluss mehrerer BKKs. Und Firmus, ja, es kommt aus dem Lateinischen und bedeutet so viel wie sicher und stark. Die fünf teuersten Krankenkassen in Deutschland sind derzeit die SKD BKK. Also BKK ist immer Betriebskrankenkasse. Sie ist in 11 Bundesländern wählbar. Dann haben wir die BKK Herkules, die ist in 3 Bundesländern wählbar. Dann haben wir die Betriebskrankenkasse ZF und Partner in 14 Bundesländern. Die BKK Technoform in 4 Bundesländern und die BKK Stadt Augsburg, auch die ist nur betriebsbezogen wählbar und das ist die allerteuerste, mit einem Gesamtbeitrag von 17,3% und Zusatzbeitrag 2,70%. Ach so, ich wollte noch mal kurz darauf hinweisen, ich hatte hier oben, habe ich ausgeschrieben, Gesamtbeitrag und GB hintergeschrieben und Zusatzbeitrag ZB Abkürzung. Also ich habe es nur einmal ausgeschrieben und dann immer diese Abkürzungen verwendet, damit Sie sich besser zurechtfinden. Ja, das war nun die allerteuerste Krankenkasse. Insgesamt sind über 37 Millionen
der etwa mehr als 56 Millionen Mitglieder der deutschen gesetzlichen Krankenkassen von den Beitragserhöhungen betroffen. Also das betrifft jetzt nicht nur die Rentner, sondern auch die Arbeitnehmer, alle, die gesetzlich krankenversichert sind. Und das sind immerhin 66%, die davon betroffen sind. Gerade angesichts der teils deutlich gestiegenen Beiträge sollten alle Versicherten unbedingt prüfen, ob neben dem Beitrag auch das Leistungsspektrum ihrer Krankenkasse passend ist, und umfassende freiwillige Mehrleistungen der Kasse sind oft deutlich mehr wert als kleine Differenzen beim Zusatzbeitrag. Das habe ich bereits oben schon mal erwähnt. Sie können die kostenfreie interaktive Kassensuche über www.kassensuche.de jederzeit hier vornehmen und nach ihren individuellen Anforderungen die für Sie richtige Krankenkasse finden und risikolos wechseln. Wie der Wechsel funktioniert, das erfahren Sie hier unter www.gesetzlichekrankenkassen.de/wechsel/wechsel.html. Ab dem 1. Januar 2021 wird der Wechsel zu einer anderen Krankenkasse deutlich einfacher. Also zusätzlich verkürzt sich auch die Bindefrist von 18 Monate auf 12 Monate. Bisher war es ja so, dass Sie mindestens 18 Monate Mitglied einer Krankenkasse sein mussten, einer gesetzlichen, um die Kasse wechseln zu können. Das ist jetzt auf 12 Monate reduziert. Also ab 2021 können Sie bereits nach 12 Monaten Mitgliedschaft jederzeit Ihre Krankenkasse wechseln und eine leistungsstärkere oder eben kostengünstigere Kasse wählen. Wenn Ihre gesetzliche Krankenkasse Ihren Beitrag erhöht, haben Sie als Versicherter ein Sonderkündigungsrecht. Und die Kündigungsfrist beträgt 2 Monate. Also Beispiel, Sie haben im Dezember 2020 die Mitteilung über die Beitragserhöhung erhalten, kommen aber jetzt im Januar erst dazu, die Kündigung zu schreiben, dann können Sie erst zum 31.03.2021 kündigen. Wechsel zu einer Krankenkasse mit einem um 1% niedrigeren Beitragssatz, sparen Sie quasi 0,5%, weil die Hälfte des Beitrages ja auch von der Rentenversicherung übernommen wird. Die Rentenversicherung zahlt 50% des Beitrages und Sie zahlen 50% des Beitrages. Eine Übersicht der einzelnen Zusatzbeiträge passend zu den einzelnen Krankenkassen finden Sie unter dem Link krankenkasseninfo.de/krankenkassen/Zusatzbeitrag. Den Link stelle ich Ihnen auch nochmal unter diesem Video. Da von der Bruttorente die Beiträge zur Kranken- und Pflegeversicherung abgezogen werden, haben Sie es als Rentner schon durchaus in der Hand, ob Ihre Nettorente einige Euro höher oder niedriger ausfällt. Vergleichen Sie in Ruhe. Viele haben Angst vor dem Aufwand, aber es kann sich durchaus lohnen, über einen Wechsel nachzudenken. So, das war jetzt mal ein kurzer Überblick über die gesetzlichen Krankenversicherungen. Es ist schon Wahnsinn, dass es 103 gesetzliche Krankenkassen gibt, ja. Also dazu kommen ja noch die ganzen privaten Krankenversicherungen. Nun ja, wie dem auch sei, ich hoffe, ich konnte Ihnen einen kleinen Überblick verschaffen. Und habe vielleicht dem einen oder anderen auch die Augen geöffnet, dass sie auch Rentner, als Rentner die Möglichkeit haben, natürlich jederzeit ihre gesetzliche Krankenversicherung zu wechseln, unter der Berücksichtigung dieser 12 Monate Mindestmitgliedschaft und 2 Monate Kündigungsfrist. Ich habe Ihnen hier unter diesem Video diese Links zu den Informationen zur Krankenversicherung gestellt. Informieren Sie sich, machen Sie sich schlau. Und vielleicht stellen Sie ja unterm Strich fest, dass Sie mit Ihrer Krankenkasse bestens bedient sind. Oder aber auch, Sie stellen fest, dass Sie vielleicht 100 Euro im Jahr sparen können, wie dem auch sei. Ja, lassen Sie mich gerne hier unten in den Kommentaren wissen, welche Themen Sie weiter interessieren. Der Kanal ist eigentlich auch dafür gedacht, dass Sie mitmachen, dass ich Videos produziere, die Ihnen einen Nutzen bringen. Das ist mir nämlich ganz wichtig. Ja, ansonsten, wie gesagt, hier unter dem Link, unter dem Video die Links zu den Krankenkasseninformationen. Und dann sage ich für heute alles Gute. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angeschaut haben. Bis zum nächsten Mal. Alles Gute, Jutta Martin.